Das Ergebnis ist für mich eine Enttäuschung. Von den 463.000 Mitgliedern haben 239.000 mit Ja gestimmt. Das heißt auch, dass ca. 240.000 Mitglieder mit Nein gestimmt haben oder sich nicht beteiligt haben. Ein eindeutiger Verweis darauf, dass die SPD gespalten ist. Fakt ist, dass nunmehr die Wahlverlierer zusammenfinden werden. Eine schwarz-rote Koalition, die keine große sein wird, wird das Land regieren. Es ist ein klares Weiter-so. Mir ist ein großes Rätsel, wie die Sozialdemokraten es schaffen wollen, auf der einen Seite zu diesem Koalitionsvertrag zu stehen und auf der anderen Seite eine Erneuerung zu erreichen. Ich sehe das so, dass die SPD weiter regieren wird und vermutlich an Zustimmung verlieren wird. Es gibt leider genügend Beispiele in Westeuropa, wo sozialdemokratische Parteien über diese Art des Regierens bis an die 5%-Hürde gebracht worden sind. Wenn ich etwas Positives an dem Votum sehen darf, dann, dass diese Art der Beteiligung genutzt worden ist. Das ist zweifellos zu begrüßen und ich finde die Beteiligung von 78% immerhin beachtenswert. Ansonsten ist das de facto die Entscheidung, Angela Merkel 4 Jahre im Kanzleramt zu belassen. Das heißt ganz klar auch, es gibt ein Weiter-so und es heißt vor allen Dingen, dass diese Koalition an keiner Stelle sich den zentralen Herausforderungen in unserem Land stellen wird. Was dringend notwendig wäre, wäre der Ausgleich zwischen grassierender Armut in unserem Land. Die Zahl der Kinder in Armut steigt, Altersarmut wird größer und auf der anderen Seite haben wir obszönen Reichtum. All diejenigen können sich freuen, die ein Weiter-so wollen. Diejenigen, die im Moment Probleme haben, für die ist es heute kein guter Tag. Und ich sehe das so, die Quittung für die Union und für die SPD wird es in den Jahren bei Landtagswahlen und spätestens dann deutlich im Jahre 2021 geben.